Hey, ich bin's mit einem Wort vom Herrn. Ich habe ein kurzes Wort für heute. Gestern nach dem Live wollte ich mir noch ein Shake zubereiten. Und dabei sagt mir der Herr, setz dich hin und schreib auf. Und ich möchte das vorlesen, was er für heute euch sagen möchte. Der Herr sagt, der Titel ist Höher im Geist, tiefer im Vertrauen. Der Herr sagt, ich führe mein Volk auf einen neuen Weg. Ich muss es erst von den alten Gewohnheiten und Wege befreien. Ich führe mein Volk auf einen Weg, der bisher wenige gegangen sind, weil es viel Widerstand gab. Doch nun befreie ich die Barrieren und es kann eine neue Ära beginnen. Ich wusste nicht mal, wie man Ära genau schreibt, weil ich das so selten sehe. Der Herr sagt, es kann eine neue Ära beginnen. Nicht nur für die Gläubigen, sondern für all die, die sich zu mir bekennen und bereit sind, von meinem Geist erfüllt zu werden. Es kommt etwas Neues auf euch zu. Verlasst euch auf meine Stimme. Nur so kommt ihr zum Ziel. Ein neuer Beginn steht an. Ich bin der Herr. Das war das Wort von gestern, was er mir, das habe ich auch nicht oft, dass er mir das ganze Wort so gibt. Zum Teil das Wort, der vorletzte Satz, verlasst euch auf meine Stimme, nur so kommt ihr zum Ziel. In dieser Zeit, wo ich bereits erwähnt habe, in anderen Worten, dass es zur Spaltung kommen wird oder zu einem Wachrütteln, müssen wir uns so sicher sein auf Gottes Wort und auf seine Stimme, dass wir ihn auch wahrlich erkennen, weil es werden so viele Ablenkungen und es wird oft Gottes Wort imitiert oder nachgeahmt. Und der Herr möchte dich darauf aufmerksam machen, dass du höher im Geist wächst und tiefer im Vertrauen, dass du allein ihm vertraust, dass du sofort merkst, welchen Weg du nehmen musst, dass du sofort merkst, wo Gottes Geist anwesend ist und wo nicht. Der Herr sagt, höher im Geist, tiefer im Vertrauen. Gottes Segen. Ich bin später wieder live am Abend. Sei dabei. Gottes Segen und bis zum nächsten Mal.